still bleiben. Hör mal da an den Ketten rum. Dann stelle ich mir den Rechten hin zum Hinsetzen und dann kommt erst dieses Regelgespräch, das ist die Regel mit, wir müssen uns alle an die Regeln halten. Genau, also da würde ich da, also den ersten Satz sozusagen, kann man ruhig noch in der Perspektive lassen. Ich habe mich dann auch immer gefragt, was bedeutet denn jetzt sozusagen die spezielle Arbeitsweise? Für mich ist es ja tatsächlich immer sehr angenehm. Es ist ja immer dieses ganz kleine Drehteam, ganz wenige Personen am Set, wo immer viele oder wenige Leute viele Aufgaben haben. Also jeder hat dann auch noch irgendwie zwei oder drei Aufgaben zusätzlich und schleppt dann halt nochmal die Lampe, wenn es irgendwie auf jeden Fall gerade sein muss oder schleppt dies und das und jenes. Und jeder macht irgendwie zwei, drei Sachen gleichzeitig, aber gleichzeitig arbeiten wir sehr intensiv an diesem Buch. Und es geht immer wieder darum, nehmen wir den Figuren, die wir da vor uns haben, vor uns liegen haben, das eigentlich ab? Christoph, ja? Du sagst immer die Lösung, aber es ist die Wahrheit. Die Wahrheit? Liegt hinter dem Schleier. Das finde ich so kompliziert. Also die Wahrheit finde ich gut, hinter dem Schleier, den wir zu lüften versuchen. Vielleicht liegt die Wahrheit hinter der nächsten Wende? Weil es ist ja eigentlich, er macht jetzt ja ein neues Spiel auf mit den beiden. Vielleicht liegt die Wahrheit hinter der nächsten Wende. Vielleicht liegt ja die Wahrheit hinter der nächsten Wende. Ich muss euch weiter trennen. Das Wort Wende könnte man allerdings auch als Wende verstehen. Vielleicht liegt die Wahrheit ja hinter dem nächsten Schleier. Ich muss ja hier. Meine Arbeitsweise ist ganz einfach, let it be. Das heißt, ich überlasse den Schauspielern, die ich als Künstler sehe und nicht als Erfüllungsgehilfen, die Aufgabe, ihre Rolle zu gestalten. Lenke sanft, diskutiere viel, lasse mich auf die Schauspieler ein, die dann auch letztendlich einen Großteil des Films gestalten. Also ich glaube, dass wenn das so eine Schlaufe wäre, wenn es einfach quasi, ich habe hier diesen Stab in der Hand, das ist so eine Schlaufe und in dieser Schlaufe hängt unten der Arm drin. Davor war ja das große Oper, war das ja eigentlich mit diesem Kostüm und alles. Und das würde ich jetzt eigentlich versuchen zu brechen, damit sie wieder Mut haben. Und gerade wir als Schauspieler hatten natürlich auch immer dieses große Mitspracherecht, weil Roland niemand ist, der jetzt die ganze Zeit mit der Peitsche hinter uns steht und sagt, so wird's gemacht und so steht's im Drehbuch und ich klebe hier am Text, sondern es geht immer darum, fühlen wir uns alle eigentlich wohl? Also funktioniert das eigentlich für uns? Du bist genau den anderen. Und an den Füßen haben wir nichts. An den Füßen. Das heißt zwar immer gegen meinen Willen, das möchte ich ausdrücklich betonen, ein Roland-Reber-Film, aber es ist ein Gemeinschaftswerk. Ja. Das ist die zweite Fußfessel. Okay. Mal. Ja.
Erzähl mir was über die Liebe. Bitten, die Verteidigung nicht zu unterbrechen. Bitte fahren Sie fort. Danke, hohes Gericht. Ich habe die am Anfang gelesen und habe nur gedacht, boah, das schaffe ich niemals. Also diese drei Rollen zu verkörpern, dann waren das, glaube ich, 3 Seiten Text. Und ich wusste, wir drehen das auch in einem durch, in mehreren Einstellungen natürlich. Und ich hatte auch wirklich Bammel davor, diese Szene zu drehen. Aber dann hat es mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, so von der einen Rolle sofort in die andere zu schlüpfen. Dann auch genau dieses Spiel, was ja die Verlegerin die ganze Zeit treibt. Also dieses aus einem genauen Wissen, was sie will, heraus, diese Sachen zu inszenieren. Das wird der Treibstoff sein, der sie höher und höher und höher und höher treibt. Verstehst du? Und die Verlegerin ist eben eine absolut neutrale Beobachterin. Sie beobachtet, sie beurteilt auch, aber sie lässt sich emotional eben zu nichts hinreißen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Weil das ist ein menschlicher Aspekt, den ich so auch in meinem Leben eigentlich gar nicht kenne. Also weil ich immer einen Bezug zu etwas habe. Ich habe immer eine Meinung dazu und habe auch ein Gefühl dazu. Beruhig dich. Hysterie bringt uns gar nichts. Also die Rolle der Mutigen war auf alle Fälle eine Herausforderung für mich. In einer lebensbedrohlichen Situation ist sie nämlich sehr gefasst, ruhig, versucht überlegt zu handeln. Das ist halt so ein Charakter, der so gar nicht dem meinen entspricht. Ich würde dann doch eher in die Hysterie abgleiten. Aber das ist genau dieser Gegensatz, der mich eben gereizt hat. Und um mich in die Situation auch besser einfühlen zu können, habe ich mich eine ganze Woche lang nicht geduscht, die gleichen Klamotten getragen, längere Zeit nichts gegessen und auch mal 24 Stunden gar nichts getrunken. Macht munter, schmeckt. Für mich war das zentrale Thema des Films immer Kopfkino. Dass unsere Vorstellung ganz oft mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat und dass man auch ein Problem hat, diese Vorstellung, die man sich vorher macht, dann auch dem anzupassen, was dann später auf einen zukommt. Ich erinnere mich dann nur zum Beispiel an die eingewickelte Marina, die in Zellophanpapier, in Folie eingewickelt war. Und das ist natürlich ein fantastisches Bild, wenn man das in einem Buch liest. Und wie sich dann das doch wahnsinnig vom reellen Leben oder vom realen Leben unterscheidet. Sondern es gehört ja auch so viel dazu. Also man muss sie da reinlegen, man muss sie einwickeln. Da gehört ja viel mehr dazu. Und das hat mich dann doch immer stark überrascht, weil dieser ganze Film ja auch so auf Vorstellungskraft ausgerichtet ist. Es geht ja auch um diese starke Vorstellungskraft und jeder interpretiert ja auch immer in den anderen etwas hinein. Aber das Problem ist, dass man damit eigentlich nie richtig lag. Es geht um Bedenkenlosigkeit. Die Frauen sind bedenkenlos, weil sie sich einfach einem Experiment hingeben, ohne die Implikationen zu berücksichtigen. Der Autor ist bedenkenlos, weil er es nicht genau vorbereitet hat, weil er gar nicht weiß, was das ist, der Gipfel. Nur die Verlegerin ist nicht bedenkenlos. So wie es aussieht, bleibt ihm keine Wahl. Und mir leider auch nicht. So, dann bleibt noch Hinweise. Stehen lassen. Geste setzen. Er hat immer eine Pistole bei sich. Solltet ihr also versuchen zu fliehen, wird er ohne jede Vorwarnung schießen. Während zum Beispiel die beiden Gefangenen und der Autor eigentlich währenddessen immer mehr verlieren, was sie eigentlich wollen und wie sie da auch hinkommen, ist sie die Einzige, die die ganze Zeit den Überblick behält. Und was ich auch sehr interessant fand, war dann,
im Laufe des Filmes zu merken, dass diese Grenzerfahrung, um die es ja die ganze Zeit geht, eigentlich auch etwas sehr Positives sein kann. Nur, dass die beiden Gefangenen eben gar nicht bereit waren, sich darauf einzulassen. Die Idee des Waterboardings als eine der Folterungen zu verwenden, kam von uns Schauspielern. Besser gesagt von Christoph. Ich wollte ja immer mal ausprobieren, wie Waterboarding funktioniert. Man hat ja irgendwie oft davon gehört, also dass man sagt, man bindet einen Delinquenten auf eine Pritsche und lässt seinen Mund mit Wasser volllaufen. Und wir haben uns natürlich alle fantastische Foltermethoden ausgedacht. Jeder durfte Vorschläge machen und da kamen natürlich immer ganz wilde Sachen. Und ich war sehr scharf darauf, das mal auszuprobieren, weil ich wirklich interessiert daran war, wie das denn funktioniert. Wir waren dann allerdings alle etwas überrascht, wie gut es funktioniert hat, weil Marina tatsächlich nicht wirklich begeistert war. Also lecker geht's einfach nicht. Ich habe mich gefreut, weil ich dachte, oh, ist bestimmt ein schönes Bild. Ohne zu wissen, auf was ich mich da einließ. Denn nach ein paar Sekunden habe ich durch diesen Würgereflex, der hervorgerufen wurde, gedacht, ich muss ersticken. Ich hatte so eine Todesangst nach ein paar Sekunden, damit hätte ich nie gerechnet. Das hatte überhaupt nichts mit mir zu tun. So könnte ich nochmal. Also, lange halte ich das jetzt echt nicht mehr aus, ganz ehrlich. Ich habe jetzt echt langsam keinen Bock mehr. Sieht denn wenigstens gut aus? Ja. Das sieht gut aus. Aber nur wenn Marina sich vorne lässt. Ehrlich gesagt, das muss ich jetzt natürlich auch mal in aller Deutlichkeit, viel zu früh abgebrochen hat die Szenen. Das heißt, wir hatten größte Schwierigkeiten, diese Szenen zu wiederholen, weil irgendwie nach ein paar Sekunden dann immer Schluss war. Und Marina dann auch wutentbrannt weggelaufen ist. Und wir leider die Folter-Szenen nicht ganz ausspielen konnten, so wie ich mir das gewünscht hätte. Genau dann. Es geht nicht, wenn man nicht gleich einfach auf meinen Mund und auf mein Gesicht das macht, dann geht's halt einfach nicht. Es geht jetzt, ich mach das nicht mehr. Das kannst du voll vergessen. Das war's jetzt. Dann waren wir die Bösen, obwohl es mit ihrer Idee war. Also eigentlich war es die Idee von Christoph Baumann, aber sie hat sich drauf eingelassen. Und hat uns sehr gelitten. Und danach war ich fertig mit der Welt. Also, das muss man wirklich mal selbst erlebt haben. Aber die anderen hatten ihren Spaß dabei. Das war auch nicht schlecht. Das war das gewesen. Das stimmt genau da, wo es spannend geworden wäre. Guck dir das mal selbst an, Marina. Ich mache es nicht weiter, wenn man nicht gleich kann, braucht man nicht. Aber es war sehr lustiges Leiden. Siehst du, Damen spannend. Ja, das ist doch super. Du wirst jetzt 5 Minuten lang haben. Nächste Folter. Was nächster? Danke. Super, danke. Jetzt war ich gerade zu schön. Nichts ist gefangen. Die Schwere angemauert. Wir meinen das Leben gedankenlos und leicht. Wir ziehen dahin. Die Haare müssen wahrscheinlich vorher schon richtig nass sein, oder? Nee, wenn er die Haare zu hält. Lass ihm dein Gesicht besser und wie werden deine Haare nicht so nass sein. Du wachst ein paar Stunden später auf. Aber das weißt du inzwischen nicht, wie viel spät es ist und ob es überhaupt eine Vision ist und ja, das alles. Bleibt das ja auch. Ist ja. Wir ziehen dahin, weil nichts uns mehr bedauert. Wir lassen los, wieder angedauert. Cool.
kurzer Regen und gleich darauf die Sonne. In allen Farben den Regenbogen hat. Die klare Sicht verschmelzt uns in die Wonne. Der Fluss des Daseins, einfach nur ein Wort. Das ist die Frage, wie man das macht, ob man sich reinkniet oder reinblättert. Ja, das ist ja gar nicht so einfach. Die Szene am Kreuz ist für mich die entscheidende Szene, weil die Mutige kurz davor ist zu brechen und auch ihre Verletzlichkeit sichtbar wird. Also sie hat so einen inneren Kampf, einerseits nicht die Fassung zu verlieren und andererseits gedemütigt zu werden, extremst gedemütigt zu werden und in Lebensgefahr zu schweben. Ich finde es ganz geil, wenn es wie so ein Gemälde ist. Von wem ist das eine Foto, wo sie von außen auf die Bar schauen, wo er allein am Tresen sitzt? Immer allein. Er ist allein auf seiner Suche. Ist ein Joker. Und von dem hat sie die Geste zum Beispiel. Da macht man Foto. Ja, wie du getrunken hast. Ah, jetzt geht's schon aus der Position. Ja. Ich finde, der Autor ist jemand, der sich verrennt. Der Autor hat eine fantastische Idee, er möchte dieses fantastische Buch schreiben. Er hat aber keinen wirklichen Weg dahin. Das ist ein Fehler im System, den ich noch nicht so richtig fassen kann. Er hat aber keine Idee, wie er dahin kommen soll. Und das geht einem ja öfters so, ne? Dass man sagt, man hat das Ziel ganz klar vor Augen, aber der Weg gabelt sich plötzlich und man weiß überhaupt nicht, geht es jetzt links lang, geht es rechts lang, wie soll ich überhaupt zu diesem Ergebnis kommen? Deswegen bringt er diese beiden Frauen auch nicht über die Grenze, weil er keine Grenze für sich definieren kann. Und das ist das Schöne daran, dass selbst wenn diese beiden Frauen über eine Grenze kämen, hätte der Autor keine Ahnung davon. Ja, dann gibt es noch eine andere Szene, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war diese Gefängnisszene, wo die beiden in diesem Käfig sitzen. Nicht! Das sagt sich so leicht. Aber kaum in Freiheit geht das lockere Mundwerk los. Und das hat leider für meinen Freund fatale Folgen. Und am Anfang war es so, dass ich noch einen Drachenkopf als Kostüm hatte. Und dieser Drachenkopf hat mich irgendwie die ganze Zeit behindert. Ich wollte daraus dann auch etwas machen, was wirklich dieses Absurde der Situation noch verstärkt. Das ging aber mit dem Drachenkopf überhaupt nicht. Und dann haben wir uns entschieden, also diese Maske, die ich da eh schon vorher drunter getragen hatte, als einziges zu nehmen. Das hat dann auch viel besser funktioniert. Gute Nacht. Was mir auch Spaß gemacht hat, weil es immer irgendwie was Verrücktes war. Und das eben wieder im Kontrast zu diesen ganz neutralen, nüchternen Szenen, also dieser Szene zum Beispiel, wo ich mit dem Christoph auf dem Sofa sitze und wo ich ja auch ganz klar bin, diesen Kontrast dann auszureizen, das hat mir wirklich Spaß gemacht.
habe auf der einen Seite immer diesen, ich sage jetzt mal leicht perversen, Autoren, der ein unbedingtes Bedürfnis hat, dieses Buch zu schreiben und in diesem Bedürfnis aber vollkommen vergisst, dass es natürlich Konsequenzen hat. Dass alle seine Aktionen Konsequenzen nach sich ziehen und er diese Konsequenzen auch annehmen muss und auch diesen Weg gehen muss, den er da plötzlich eingeschlagen hat. In den Abgrund der Definition bin ich näher an der Grenze als die beiden. Deswegen ist am Ende dieses Filmes ja auch der Autor in dieser Situation. Und das fand ich ganz toll, dass es ja auch so sein kann, also dass diese Person dann am Ende etwas erfährt, was sie von sich vorher noch gar nicht wusste. In jeder Lüge steckt die Wahrheit. Und in jeder Wahrheit die Lüge. Das ist voll aus dem Leben gegriffen. Was ist eigentlich Wahrheit? Was ist der Gipfel? Das sind alles ganz wichtige Fragen, die sich jeder stellen sollte. Wir werden jeden Tag von den Sendeanstalten, von den Printmedien, vom Internet werden wir informiert, das ist die Wahrheit, das haben wir jetzt aufgedeckt, das machen wir jetzt publik. Was ist daran wahr, was ist Fiktion, was ist Manipulation? Aber in jeder Wahrheit steckt auch die Lüge und in jeder Lüge die Wahrheit. Kennst du dieses Ballermann-Lied? Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Wen meinst du? Den Ballermann. Kennst du das? Nein. Ich kenne nur das Zitat. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Wieso soll ich das kennen? Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Nikola Verlag, Sie sprechen mit der Chefin. Sie führen Ihr Telefonat, aber ihr bleibt beide nur ganz leise. Ihr Pianissimo-Chor. Sprechen mit der Chefin? Ach, du bist es. Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Die Augen sind so da. Ja, das ist schön. Ich will jetzt aber nicht wissen, was ich mir denke. Gleich mit. Man weiß, wie oft die singen. Ja.